Eine 3-1 Niederlage ist es im Endeffekt geworden gegen die Young Violets. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich finde, dass wir aus der Halbzeit auf jeden Fall nicht gut gespielt haben. Wir müssen da aus der Halbzeit schon viel in meinem Spiel sein. Zweite Halbzeit sind deutlich stärker geworden. Zweite Halbzeit bin ich der Meinung, dass wir dominiert haben. Wir haben dann das 1-0 gekriegt, dann sind wir richtig stark geworden. Dann ist das 1-1 gefallen und dann haben wir dominiert. Wir haben dann richtig gut gespielt, wir haben Chancen gehabt und waren am Drücker zum 2-1 und dann passiert der Fehler und es ist ja da, aber es geht weiter und nächstes Spiel gewinnen wir wieder. Was sind die Lehren, die man jetzt aus dem Spiel zieht? Was hat gefehlt auch, um 3 Punkte einzufahren? Die Ruhe und die Konsequenz in der ersten Halbzeit hat gefehlt. Und zum Schluss raus dann die Chancenverwertung und ja, auch weiterhin die Konsequenz. Für dich war es aber das erste Spiel hier in der Merkur Arena. Wie war es das erste Mal vor dem GRK-Publikum? Natürlich richtig toll, es ist eine super Kulisse, die Fans sind richtig laut und also die Hooligans und die normalen Fans sind alle extrem laut und es macht riesen Spaß, da zu spielen und ich freue mich auf die weiteren Heimspiele. Alles Gute für die nächsten. Dankeschön. Es war eine 3-1 Niederlage. Aus deiner Sicht, woran hat es gelegen, dass es keine 3 Punkte geworden sind? In erster Linie glaube ich, dass wir nicht so ins Spiel gestartet sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Erstes Heimspiel, da wollte man gleich von Anfang an sagen, dass wir da daheim sind, dass für den Gegner ganz schwer wird. Das haben wir nicht so am Platz gebracht. Ja, dann starten wir in die zweite Halbzeit mit einem Gegentor. Das ist natürlich das Schlimmste, was du erwarten kannst. Haben dann, finde ich, zweite Halbzeit kein schlechtes Spiel gemacht, sind zurückgekommen mit dem Ausgleich. Waren dann, glaube ich, eher am Drücker, also waren wir eher an einem Sieg dran als der Gegner. Und dann aus einem individuellen Fehler passiert natürlich das Gegentor und das hat uns heute ein bisschen das Genick gebrochen und da haben wir es dann nicht mehr geschafft, dass wir das ausgleichen. Was muss jetzt bis nächste Woche passieren, bis Oberösterreich, die Juniors auf uns zukommen und wir dort hoffentlich vollpunkten können? Ja, schwer zu sagen. Also, ich glaube, wir haben nach dem Hornspiel schon thematisiert, dass wir vielleicht die Balance finden müssen zwischen wann spielen wir vorne rein, wann gehen wir aufs Tor und wann probieren wir im Ballbesitz bleiben und einmal ein bisschen eine Ruhephase in unserem Spiel zu haben. Das ist uns heute, glaube ich, auch nicht gut gelungen und ich glaube, wenn wir da ansetzen, dann geht es in die richtige Richtung und dann können wir in Linz wieder voll punkten. Alles Gute dafür. Danke.